Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sauerländer Barbecue. Wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für Fisch. Genau, und ich habe mir heute Morgen überlegt, als ich auf dem Weg zum Flughafen war, wo ich meine Eltern abgeholt habe, die 2,5 Wochen schön in der Sonne Thailands gesessen haben, wir könnten doch ein thailändisches Fischcurry kochen. Hast du wenigstens was mitbringen lassen? Na klar, aber das zeige ich euch jetzt am Brett. Ihr seht es, unser Warenkorb ist prall gefüllt und deswegen mag ich Curries und die thailändische Küche allgemein. Denn ich habe mir natürlich etwas mitbringen lassen. Und hier seht ihr es schon, das ist eine thailändische Mango. Ja, neben der Mango brauchen wir noch 2 Stücke Seelachsfilet. Das ist übrigens von der Fischtheke und das merkt ihr auch daran, dass hier der Mittelteil nicht weggeschnitten ist. Und da sind immer noch ein paar Gräten drin, die müssen wir gleich entfernen. Hier haben wir Ingwer, Frühlingszwiebeln, Kaiserschoten. Hier haben wir Tomaten, kleine Paprika, eine Chilischote, die vor 48 Stunden in Thailand noch am Busch hing, Kokosmilch, hier haben wir Massaman. Was das ist, erkläre ich euch gleich mit den anderen Gewürzen, die aus Thailand kamen. Nämlich hier ein Paneang Curry, Tamarinde und etwas, wo ich wirklich total, ja man kann schon fast sagen, stolz drauf bin, weil in Deutschland gibt es sowas nämlich gar nicht, Kokosnusspuder. Außerdem unsere Knoblauchpaste, hier ein wenig Erdnussöl, Salz und Pfeffer. Hier versteckt sich noch eine Limette. Hier haben wir Kurkuma, Kumin und zwar Kumin im Ganzen. Den müssen wir gleich im Mörser zerstoßen. Und Boxhornklee. Jetzt erklären wir euch erst noch ein wenig zu den Gewürzen und dann geht's weiter mit unserem Curry. Wir haben es euch versprochen, herzlich willkommen zum kleinen Sauerländer Barbecue Gewürze Exkurs und heute mit dem Thema Thailand. Wir fangen an mit Tamarinde. Tamarinde ist in der thailändischen Küche überaus beliebt. Es wird dort süß, sauer, salzig gegessen, findet sich in vielen Gewürzmischungen, unter anderem auch in Currypasten und in Curry-Gewürzmischungen. Es wird da, wie gesagt, wirklich gegessen, oft getrocknet, so wie hier, aber auch halt frisch. Es ist eine Schote von einem Tamarindenbaum, davon wird halt die Schale genommen, die wird dann geschnitten und eben süß, sauer, salzig, herzhaft, wie auch immer zubereitet. Das Ganze gibt es auch noch auf anderen Teilen der Welt und unter anderem auch im afrikanischen Raum. Da wird das Ganze zerstoßen, dann mit Wasser angegossen und sieht dann ähnlich aus wie Cola, ist da dann halt eine Limonade. Hier haben wir ein Kokosnusspuder und ein Paneang Curry. Auf das Kokosnusspulver bin ich, wie ich gerade schon sagte, wirklich ein wenig stolz, denn das ist im Prinzip diese Kokosnusscreme, die ihr aus der Dose kennt, getrocknet, dann fein aufgeschabt und dann richtig fein gemahlen. Also die pure Kokosnuss in Pulverform. Und hier das Curry. Ja, es ist ein, wie ihr seht, gelbes Curry und wenn in Thailand Curry irgendwo draufsteht, dann ist auch Curry drin. Das hat nichts mit unserem Curry hier zu tun, wo ihr einfach tonnenweise irgendwo dran tun könnt, sondern hier, das ist nicht nur richtig scharf, sondern auch total geschmacksintensiv. Da bin ich mal gespannt, das kommt halt gleich mit in unser Curry. Und jetzt etwas wirklich Besonderes, nämlich Masai Mann. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, denn im Thailändischen bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. Jedenfalls ist das eine Gewürzpaste, die es wirklich nur in Thailand gibt. Ich habe mir das Ganze jetzt hier mal rausgesucht, was da alles drin ist, weil hier hinten steht es nur auf Thailändisch drauf, damit komme ich nicht viel weiter. Und unter anderem sind drin Schalotten, Knoblauch, Galanga-Wurzel, Koriander, Kreuzkümmel, eine Garnelenpaste, Zitronengras, getrocknete thailändische Chili und ich habe ein bisschen Angst, denn die wird die himmelweisende Chili genannt. Gewürznelken, grüne Pfefferkörner und Salz. Das Besondere an so einer Paste ist aber jetzt nicht unbedingt, dass wir sie gekauft haben, sondern in Thailand. Da verfügt so praktisch jeder Haushalt über einen Mörser, vorzugsweise so große Steinmörser. Und da machen die das selbst. Halt jeder Haushalt hat sein eigenes Rezept. Ist im Prinzip so wie hier, dass jeder sein eigenes Rezept für Sauerkraut oder Rotkohl oder was auch immer hat. Oder Omas gute Linsensuppe. So hat da auch jeder sein Rezept für diese Gewürzpaste. Wir werden das jetzt laut Rezept machen, denn hier hinten steht drauf, dass bei 400 ml Kokosmilch 2 Esslöffel ausreichen und das werden wir mal ausprobieren zusammen mit unseren anderen Gewürzen. Dann bin ich mal gespannt, was da an Geschmack so kommt. Wir kommen jetzt zu unserem Fisch. Wenn ihr hier drüber fühlt, merkt ihr, dass hier noch Gräten sind. Bei TK-Ware sind die meisten schon rausgetrennt. Und ziehen ist relativ schwierig. Wir schneiden das Mittelteil bis hierhin etwa raus. Da hilft euch wirklich ein sehr scharfes Messer. Dann legt ihr an und zieht langsam runter.
Vorsichtig, dass er nicht zu viel wegschneidet. Und dann einen Schnitt hier. Das war's schon. Und könnt noch weiterfühlen, da ist nichts mehr. Wir werden den Fisch klein schneiden, wir werden aber auch ein Stück direkt angrillen zum dann Beiessen, weil der restliche Fisch verkocht im Wok schon mal gerne. Deswegen nehmen wir von dem Fischfilet, das hier vorne ist prädestiniert dafür zum Kleinschneiden, und den hinteren Teil schneiden wir einfach mal durch und legen den beiseite, und den Fisch, würde ich sagen, schneiden wir dann in Streifen. Die dann etwa so breit sind. Und dann schneiden wir die einmal noch in der Mitte durch. Wir haben einiges zu schnibbeln für unser Curry, und ich zeige euch das jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Also einmal bei jedem, was ihr damit machen müsst. Bei unserer Thai Chili haben wir die Kerne rausgenommen, die haben wir in der Mitte geteilt. Und die wird jetzt in wirklich ganz, ganz feine Streifen geschnitten. Unsere Chili haben wir in feine Streifen geschnitten, und die kommt jetzt hier in unsere Schüssel. Und dann geht es weiter mit unseren Mini-Paprika. Die auch einfach in der Mitte durchschneiden. Dann das Grüne und die Kerne entfernen. Und dann die Paprika einfach einmal in der Mitte und dann nochmal so in große Stücke schneiden und das zu unseren Chilis in die Schüssel. Im nächsten Arbeitsschritt müsst ihr die Tomaten einmal in der Mitte teilen. Dann vierteln. Und dann wieder die Mitte rausnehmen. Das kennt ihr schon aus unserer Folge mit der Guacamole bzw. Pico de Gallo. Das hier werden die Hühner bekommen. Das hier werdet ihr jetzt einfach so in Streifen schneiden. Und dann kommt es zur Paprika mit in die Schüssel. Unsere Tomaten hier in der Schüssel bei der Paprika und der Thai Chili. Und jetzt unsere Kaiserschoten, einfach den Anfang, das Ende wegnehmen. Einmal in der Mitte quer durch und mit dabei. Kommen wir jetzt zu unserem Ingwer. Den habe ich geschält. Der wird einfach in lange Streifen geschnitten. Und dann schneiden wir einfach dünn runter. Wenn das alles dann runtergeschnitten ist, hacken wir das einfach mal grob durch. Das soll es auch schon gewesen sein. Das kommt dann zusammen mit unserem Knoblauch in den Wok gleich. Ihr seht es, unsere Mango haben wir schon mal von der Schale entfernt, und die schneiden wir jetzt einfach in lange Streifen. Und dann in ganz grobe Würfel. Ihr kennt ja sicherlich alle Kreuzkümmel gemahlen. Wir haben hier mal die Kreuzkümmel-Samen, so wie sie im Ursprung sind. Kreuzkümmel wird viel in der orientalischen Küche, aber auch in der chinesisch-thailändischen Küche eingesetzt. Und da das ja die Samen sind, machen wir einfach die mit dem Mörser ein bisschen klein. Und dann richtig schön zulangen, dass sie richtig fein sind. Oh, hier kommt gerade ein Duft hoch, das ist wirklich gut. Also nicht zu vergleichen mit fertig gemahlenen, aber hier müsst ihr wirklich noch mal sparsamer dosieren, weil der ist sehr intensiv und hinterher schmeckt alles nach Kreuzkümmel bzw. Kumin. Neben unserer Gewürzpaste, die wir euch gerade vorgestellt haben, kommt natürlich jetzt auch noch ein wenig was von den Trockengewürzen hinzu. Und zwar, ihr seht es, einen Teelöffel von unserem Curry. Ihr könnt selbstverständlich auch eine andere Currymischung nehmen, weil ich glaube nicht, dass man hier mal eben so schnell dran kommt. Aber ihr könntet mal im Asialaden gucken. Tamarinde, das bekommt ihr wirklich im Asialaden, auch etwa einen Teelöffel. Dann Kurkuma für die Farbe auch einen. Und unseren gemahlenen Kreuzkümmel. Das entspricht ja auch etwa einem Teelöffel. Und zu guter Letzt Boxhornklee. Immer mehr im Kommen, war eine Zeit lang sogar in den Medien, weil es die Vogelgrippe nach Deutschland gebracht hat. Aber ihr findet mittlerweile überall in jedem Shop getestet auf die Vogelgrippe. Auch
einen. Das wird gleich richtig gut mit angeschwitzt im Wok und gibt dann einen richtig guten Geschmack. Ja, ihr könnt sehen, unser Wok ist so heiß, es raucht schon. Jetzt kommt der Ingwer da rein. Wird schön angeröstet. Außerdem unser Knoblauch. Auch 2 Löffel, beziehungsweise für euch 2,5 bis 3 Zehen. Jetzt hier unsere Gewürzmischung auch mit dazu. Und direkt hinterher unser eben geschnittenes Gemüse. Unser Gemüse ist ordentlich im Wok angeschwitzt und jetzt die Mango dazu. Alles angeschwitzt, ein bisschen zur Seite geschoben und jetzt haben wir hier unsere Massaman-Paste. Die in die Mitte und dann auch kurz mit anschwitzen. Wenn das Ganze ordentlich angebraten ist und ordentlich durchgerührt, dann kommt unsere Kokosmilch zum Einsatz. 400 Milliliter, damit wird das jetzt abgelöscht und schön eingekocht. Wir grillen dann mal unseren Fisch an. Den habe ich einfach mit ein bisschen Öl eingerieben. Der kommt jetzt auf heiße Rost und braucht dort 2 Minuten, 3 Minuten ungefähr von jeder Seite. Einmal den Fisch wenden. Unser Fisch ist jetzt soweit gegrillt. Jetzt stellen wir ihn noch warm und dann servieren wir gleich ihn zu unserem Curry. Jetzt kurz vor Schluss kommt dann einfach ein bisschen Limettensaft hierzu und was natürlich auch noch fehlt, ist Salz. Das Ganze einfach unterrühren und dann ist unser Curry schon fertig. Und wir richten es jetzt an, machen euch dann noch Tellerbilder und dann sehen wir uns zum Fazit nochmal wieder. Da sind wir wieder satt und zufrieden, denn wir haben uns gerade über unser Curry hergemacht. Ja, was soll ich noch sagen? Ich als Pingel bin immer so, ja, komisch, was Obst angeht in warmen Essen, aber hier wirklich perfekt mit der thailändischen Mango zu der Schärfe von den Chilis und den Gewürzen war wirklich super. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit Garnelen machen oder einem anderen Fisch oder halt traditionell chinesisch mit Hühnchenfleisch und irgendwas an Fisch. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr gebt uns vielleicht einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir bei Facebook. Und wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt, bei uns gibt es jede Woche eine neue Folge. Klickt einfach auf Abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Genauso, wenn euch die Musik gefallen hat, steht das auch unten drin. Und auch unsere Rezepte mit den richtigen Mengenangaben. Wir sagen einfach bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue.